einen wunderschönen, jetzt hätte ich fast gesagt guten Morgen, aber ich weiß ja gar nicht, wie spät es bei dir ist. Deshalb ein herzliches Hallo hier aus dem Sportpark in Freiburg. Ich bin die Nadine und wir gönnen uns jetzt eine Dreiviertelstunde ein Langhantel-Workout. So, wir lassen uns erstmal von der Musik inspirieren, lassen uns so ein bisschen hier warm machen und dann legen wir auch schon los. Dann geht's mit der Langhantel ans Eingemachte. Okay, öffne deine Beine, Knie so ein bisschen beugen, mach dich groß, mach dich lang und wir kreisen die Schulter. Gott, zieh mal nach hinten unten. Jawohl. So, Achtung, ein doppeltes Tempo ab jetzt. Oh, hopp, hopp. Hol mal den Bauchnabel nach innen und nimm deine Beine locker dazu. So, gib mir die Ellenbogen. Spreize deine Finger. Noch vier, drei, die langen Arme. Ab jetzt, komm. Kleines Doppelkinn und ganze Fußsohlen belasten. Wir öffnen in die Breite und wieder schließen. Öffne, schließe. DJ, kriegen wir ein bisschen mehr Musik? Vier, drei, zwei, leg die Hände auf deine Oberschenkel. Mach dich rund, lang. Komm, schieb dich mal aus deiner Schulter. Mobilisier deine Wirbelsäule. Gott, atme ein, aus, jawohl. Immer noch ganze Fußsohlen belasten und die Knie stark gebeugt. Du gönnst dir noch vier, drei, zwei, komm wieder nach oben und wir tippen die Hüfte an. Gut. So, dreh den Oberkörper und immer noch Füße fixiert, die Arme schwingen. Okay, zieh dich nach oben. Und mach dich jetzt groß und lang. Ferse kommt mit, ab jetzt. Hopp, hopp. Hüfte geht mit. Komm, dreh dich mal. Jawohl. Zieh, zieh. Beine bleiben weit geöffnet. Community, gib mir beide Arme. Jawohl, lange Wirbelsäule. Noch vier, drei, gib mir den Ausfallschritt. Tief, hoch, tief, hoch. Bleib mal aufrecht in der Wirbelsäule, im Oberkörper. Und bring das hintere Knie straight Richtung Boden. So, schenk dir nochmal acht. Sieben, sechs. Ganze Fußsohle belasten. Vier, drei, zwei, wir wechseln die Seite. Komm mit. Acht, 16, 34. Bist du da? Okay, komm, tief. Tief. Jetzt aber ohne Spaß. Jetzt sind es wirklich nochmal acht. Sieben, mach ein kleines Doppelkinn und bleib immer noch aufrecht. Du hast noch vier. Drei, zwei, komm wieder nach vorne, Kniebeuge in weit und die Arme öffnest du in ein V. Komm mal ein bisschen tiefer und schieb deine Knie auseinander. Dehne Oberschenkelinnenseite auf, mach dich auch hier wieder lang. Schenk dir noch vier. Drei, zwei, wir schließen, Kniebeuge eng, tief, hoch, Arme ziehen nach vorne oben und auch hier wieder ganze Fußsohle belasten. Komm, schieb Popo nach hinten tief. Finale mit vier. Drei, zwei und wir kommen in den Jogging. Okay, Arme nimmst du mit und mach wieder so ein kleines Doppelkinn. Bauchnabel nochmal nach innen holen und die Schulter. Shake it, nimm sie mit.
Bleib hüftbreit geöffnet. Okay, Bizeps curl, Ferse an Po. Komm, Schulter nach hinten. Brustbein öffnen. 4, 3, Jumping Jack, Seitheben, Arme. Ferse nicht mehr belasten. Denk an was Schönes. 4, 3, nochmal Jogging. Arme gehen hoch. Jawohl, jetzt arbeitest du schulterbreit. Jaha! 8, 7, 6, 5, 4, 3, der Jumping Jack, Arme über Kopf. Spreize deine Finger. Juhu! Und freu dich auf all das, was kommt. Holla die Waldfee. So, dritter, letzter Durchgang. Der Jogging mit Arme jetzt. Komm, feste Fäuste. Und hol die Ellenbogen nach hinten. Zieh, zieh. 4, 3. Jumping Jack, Endspurt. Jawohl. Du machst es, du machst es. Ja! Die letzten 4, 3. Locker die Beine. Jetzt. Juhu. So, sind wir fertig? Können wir aufhören? Nein. Das war unser Warm-up. Und jetzt geht's los. So, zieh mal kurz die Hose hoch. Oberteil runter. Okay, mach dich startklar, mach dich hübsch. Dann können wir loslegen, oder? Wir gehen in die Deadlifts, das heißt Rückenmuskeln. Hol deine Langhantel. Die hast du vorbereitet. Da sind so 10 bis 15 Kilo drauf. Ja, wenn du willst, dann mach 20 draus. Insgesamt. So, wir holen die Hantel schulterbreit. Komm wieder hoch. Schulter nach hinten tief nehmen. Gib mir den Entenpo und belaste Ferse. Okay, wir rasieren die Beine. Komm tief und wieder hoch. Rasier die Beine. Jawohl. Entenpo und die Knie die ganze Zeit leicht beugen. Yes. Lass die Schulter hinten unten. Brustbein ist angehoben, geöffnet. Du musst jetzt lächeln. Komm, tief. Hopp. Jawohl. Knie bleiben leicht gebeugt. Spür die Dehnung, das Aufmachen in der Beinrückseite. Ah, tut gut. Tief. Bleib in diesem Tempo. Du hast noch 2. Und noch den einen. So, wir ziehen die Hantel unter Kinn. Achtung, tief und zieh. Tief und zieh. Gerade Handgelenke. Und wir rasieren immer noch die Beine. Schäume den Bauchnabel ein. Komm, tief. Hopp. Atme ein. Atme aus. Ellenbogen zur Decke. Jawohl. 9. Schade, jetzt sind es nur noch 8. Kraftvolles Arbeiten. Den Schwung nehmen wir nachher für die nächste Übung. Popo knackig machen. Jetzt. Wir sind bei 4. Wir sind bei 3. 2. Und schon wieder der allerletzte. Komm. Juhu! So, wir setzen langsam ab. Okay. Übung 2, die machen wir in Kombination. Die Burpees. Alles klar. Push den Puls mal kurz nach oben. Wir machen von denen 10 Stück. Komm neben deine Matte. Setz die Hände schon mal auf. Also Burpee. Ich zeig dir einen langsam. Bauchlage. Jump nach vorne. Jump nach oben. Okay? Wir starten in 4, 3, 2, nach hinten. Komm. Hopp. Nummer 1, 2.
3. Komm nach oben. 4. Ah, I like it. 4, 3, 2. Schade, schon wieder letzter. Juhu! Und bleib hier. Schade, gell? Die Dinger, die gehen weg wie nix. So, zweite Runde. Kreuzheben oder Deadlift. Schulterbreit holen. Okay. Schulter nach hinten tief. Enden hoch. Und passier die Beine tief. Komm, lass die Arme lang, lass sie lang. Atme ein. Atme aus. Entenpo. Brustbein bleibt offen. Nochmal, komm, tief. Wir haben noch 2. Einatmen. Ausatmen. So, jetzt 2x8. Hantel unter Kinn. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Du passt hier weiterhin deine Beine. Arbeite ganz eng körpernah. Jawohl. Tief. Atme aus. Bauchnabel innen. Einatmen. Aus. Und ein. Hier die Handgelenke gerade. Na klar. Noch 5. Schade, nur noch 4. 3. Ja! 2. Und schon wieder der allerletzte. Und wir setzen ab. So. Burpee. Alles klar. Wir öffnen. Wir tauchen ab. 4, 3, 2, starte. Hopp! 2. Nummer 3. 4. Raha! Nummer 5. Komm, hab Spaß dabei. 6. Arbeite hart an dir, dann wird das Ergebnis hart. Yes! 2 haben wir noch. Letzter, komm mit. Juhu. Und bleib oben. Wow. So. Dritter, letzter Durchgang, Community. Ihr macht mich fertig. Okay. Schulterbreit holen. Achtung, hoch, tief. Und hopp. Ganze Fußsohle belastet. Knie minimal gebeugt halten. Ausatmen. 1, 3, 2. Woohoo! Freu dich auf das, was kommt. Unter Kinn, komm. Zieh. Jawohl. Lächel, lächel. Ellenbogen zur Decke. Bauchnabel bleibt innen. Atme aus und ein. Community, wir halten durch. Wir bringen das Ding über die Zielgerade. Hoch. Tief. 7, 6, 5. Bauchnabel innen. Ja, 4. Woohoo! 3. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt macht's Spaß. Und schon wieder der allerletzte. Mega. Wir legen ab. So. Okay. Letzter Durchgang Burpees. Okay, dann wollen wir mal. Komm mit mir über die Matte. Setz deine Hände ab. Wir starten in 4, 3, 2,
Let's do this. Nummer 2. Nummer 3. 4. Kämpfe gegen den inneren Schweinehund. Du machst es. 6. Nummer 7. 8. 9. Und der letzte, komm, 10. Woohoo! Wow. Luft holen. Bleib in Bewegung. Schüttel dich aus, locker dich aus. Alles gut bei dir? Okay. Wenn du möchtest, trink was. Flüssigkeit wichtig. Mega wichtig. Enorm wichtig. Supi. So, dann lass uns weiterarbeiten. Mit Beinen. Heißt Ausfallschritt. So, wir holen die Hantel. Lange Rücken. Umsetzen. Stoßen. Und jetzt hältst du langsam nach hinten ab. Okay. Schulter bleibt hinten. Hüftbreit arbeiten. Setze mal ein Bein nach hinten auf. Hüftbreit arbeiten. Wir gehen langsam tief jetzt. Und hoch. Jawohl. Tief. Einatmen. Ausatmen. Schieb das Knie leicht nach außen weg. Schieb es leicht nach außen weg. Nochmal. Einatmen. Ausatmen. Push dich mit der vorderen Ferse hoch. Hopp. So, jetzt machen wir 8 schnelle in Folge. 7, bleib gut gebeugt. 6, komm den ganzen Weg mit mir nach unten. 4, 3, 2, Seite wechselt. Hüftbreit, aufstellen, Schulter nach hinten, Bauchnabel innen. Achtung, wir starten wieder langsam. Tief, hoch, tief. Einatmen, ausatmen. Drück dich mit der Ferse hoch. Yeah. Tief. Ha. Einer noch. Wieder 8 schnelle in Folge. Community jetzt. 8, 7, 6, 5. Komm mit. 4, 3, 2. Und wir kommen wieder nach vorne. Gut hüpfen. So, Nacken. Komm hoch. Okay. Ellenbogen leicht gebeugt. Gerade Handgelenke. Wir gehen mit der Hand in den Nacken. Langsam. Komm, tief. Hoch. Tief. Versuch den Blick gerade zu halten. Mit dem kleinen Doppelkick. Einatmen, ausatmen. Du hast ab jetzt die 8. Wenn du das Gefühl hast, du gehst ins Hohlkreuz, mach einen Ausfallschritt. Tief, hoch. 5. Bauchnabel ist innen. 4. 3. Ich weiß, du schaffst es. 2 noch. Und schon wieder letzter. Komm mit, komm mit. Und wieder langsam absetzen. Woo! Mega. Okay, wir gehen auf die Matte. Setz dich hin. Kurze Baucheinheit. Okay. So. Fußsohlen zusammen. Knie offen. Und komm. Je näher du hier Richtung Becken arbeitest, so intensiver. Langer Hebel, da wird es ein bisschen entspannter. Okay, so, Arme lang. Wir gehen erstmal langsam tief und tippen die Fersen an. Einatmen, ausatmen, ja? Kopf, Schulter, legst du nicht ab. Bauchspannung halten. So, Community, 2x8 in schnell. 1, 2, 3, 4,
zweiten Acht starten jetzt. Noch 7. 6. Du musst lächeln, du musst lächeln. Lass die Augen offen. In dem Moment, wo du zusammenkneifst, können die Äderchen platzen, hast du Kanickelaugen. Fertig! Woo! Na, wie kann man nur so viel quatschen beim Bauch? Woo! Also gut. Dann machen wir jetzt wieder Beine. Yes, go. Hantel holen, umsetzen, stoßen und wir setzen wieder nach hinten ab. So, wir starten mit der anderen Seite. Setze den Fuß nach hinten auf. Zweispurig arbeiten. Wir gehen langsam tief und hoch. Atme ein tief, atme aus, komm hoch. Ja, yeah, I like it. Ferse belasten. 2. 1. 8 schnelle. Bleib gut gebeugt. Jetzt. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und wir lösen. Wir wechseln unser Bein. Zweispurig aufgestellt. Achtung, langsam. Cheek. Hoch. Atme ein. Aus. Ein. Aus. Vier langsam. 3 langsam. Noch 2. Super. 8 schnelle. Bleib gebeugt. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und wieder. Vorkommen. Gut Hüftbreit. Hantel hochstoßen. Okay. So, Ellbogen ein bisschen beugen. Gerade Handgelenke. Bauchnabel einsaugen. Wir gehen in den Nacken. Jetzt. Push. Einatmen. Ausatmen. Doppelkinn. Guck nach vorne. Nicht auf den Boden. Sind die Knie gebeugt? Ja. 7. Auch hier wieder. Ausfallschritt möglich. 5. 4. Na komm schon, die machst du, die machst du. 2. Hause weg, Hause weg. Ja, letzter. Juhu! Und nach vorne ab. Wow. Bauch gleich schnell. Okay? 2x8. Supi. Oh. Kannst du noch? Ja, wir haben Halbzeit. Let's go. Komm. Hu. Ha. Hu. Ha. Yeah. So langsam nimmst du Fahrt auf. So langsam verlangst du nach mehr. 9. 8. Die willst du so sehr, wie ich gestern die Berliner, als ich beim Bäcker stand. 4. Na, das sind so Kalorienbömmchen, sag ich dir. Letzter. Und bleib. Woo! So. Beim Bauchtraining, kleiner Schwank aus meinem Leben. So. Was ist zu tun? Dritter, letzter Durchgang, Beine. Okidoki. Umsetzen, stoßen. Hua. Push. In den Nacken. So. Jetzt darfst du mit deinem Lieblingsbein starten. Setze nach hinten auf. Hüftbreit arbeiten. Achtung, langsam go. Tief. Geh den ganzen Weg. Wir würden niemals abkürzen. Nein. Noch 4 langsam. 3 langsam. Mann, haben wir heute wieder eine Musikauswahl. Hochmotivieren, mega hammergeil. So, die Schnellen
Bleib gebeugt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mega. Wir wechseln und langsam. Komm. Hoch. Langsam. Atme ein, tief. Atme aus. Push dich hoch. Fokus auf Ferse vorne. 4. 3. Jetzt muss ich gerade nochmal an die Berliner denken. Weißt du, die machen es halt auch schlau. Da gibt es immer 3 im Angebot. Wer kauft dann nur einen? Ja? Achtung, schnell. Also habe ich 3 gekauft und 3 gegessen. Juhu! Geil war's. 4, 3, 2. So, und komm wieder nach vorne. Stoß nach oben. Letzte Runde Nacken. So, nach hinten. Go. Push. Einatmen. Ausatmen. Doppelkinn. Knie beugen. Entlasse dadurch deine Wirbelsäule. Bauchnabel nach innen. Und natürlich wieder Pipi halten. Yes. Bist du im Hohlkreuz? Dann machst du den Ausfallschritt. Komm, tief. Oh. 5. Und wir kämpfen und wir beißen. 4. Oh. 3. Jetzt bin ich Anschlag. Und du? 2. Aber die Berliner motivieren mich. Ja! Und ab. Woo! Ich glaube, wir lassen das nächstes Mal mit den Berlinern. Okay, komm mit mir auf die Matte. Letzte Runde Bauch. Ah ja, gut. So, Fußsohlen zusammen. Starte jetzt. Atme ein, aus. Ein, aus. Hol doch mal die Füße näher an dein Becken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wie viel hast du noch? Ja! Fertig! Wow! Oh, was sagst du? Mega! Komm, wir trinken kurz was. Und dann zeige ich dir den nächsten Block. Woo! So. Gut. Dann machen wir weiter, oder? Was fehlt noch? Außen, innen. Bizeps, Trizeps. Okay. Dann wollen wir mal. Wir starten Kniebeuge weit mit Bizeps Curl. Hol die Hantel dieses Mal von hinten wieder schulterbreit. Ja? Stell dich mal weit auf und Schulter nach hinten tief. So, guck mal, Kniebeuge, Bizeps Curl und wieder hoch. Tief. Ja. Und hoch. Tief. Und push. Schieb dich mit der Außenseite nach oben. Ja, Außenkante Fußsohle. Schieb dich nach oben. Wir gehen tief. Yeah! Ah. Ellenbogen vor den Körper. Woohoo! Wie geht's dir? Die Zunge hängt. Mega. Dann ab jetzt die 8. 7. 6. Oh nein, die Waldfee. 5. Wer hat sich das ausgedacht? Jaha! 2 noch. Letzter, letzter. Juhu! Und absetzen. Oh, ihr macht mich fertig. So, wir gehen auf die Matte. Trizeps. Ja? Bleib auf dem Knie, setz die Hände eng, schmal,
So, belaste deine Hände. Und die Hände sitzen jetzt leicht unter Schulter. Wir machen Pusher. Push. Push. Hierbei sind die Ellenbogen ganz eng am Körper. Nimm den Popo mit tief. Push. Würden wir das 180 Mal machen, wärst du bunt. Okay? 6. 5. 4. 3. 2. Und löse. Woo! So. Was jetzt? Kaffee. Immer noch nicht. Kniebeuge weit mit Bizep Curl. Okay. Entschuldigung, warte mal kurz. So, jetzt verschluckt an der eigenen Spucke. Also, öffnen. Schulter nach innen tief. Arme nach vorne. 4, 3, wir starten. Go. Go. Ja. Ja. Und zu. Und zu. 8 mehr. 7. 6. 5. Komm. 4 gehen immer. 3. 2. Lass dich nicht lumpen, komm. Und ab. Ich hoffe, du siehst, ich kämpfe mit dir. So, wir gehen auf die Knie. Ich könnte ja aufhören und zwischendurch quatschen. Mache ich nächstes Mal, oder? Komm, Hände eng. Komm nach vorne. Popo mitnehmen. Enge Ellenbogen. 3, 2, starte jetzt. Hoch, tief, hoch. 7, 6, 5. Wichtig ist, Pipi halten, Bauchnabel nach innen. 2 noch, letzter, fertig. So, dritter, letzter Durchgang. Oh. Na komm, ich mach's mit. Ja, die bringen wir jetzt über die Zielgerade. 12 Wiederholungen. Und dann sind wir durch. Okay, öffne weit. Schulter nach hinten, unten, Bauchnabel innen. Lächel. Achtung. Go. 1. 2. 3. 4. Berlina. Sieben. Acht. Jetzt kommen die 4 letzten. Zwei. Und der eine noch, komm. Und wir setzen ab. Oh. Okay. Komm, noch einmal. Die Dips. Woo. Mega. Ich liebe es. Okay, Hände nach vorne. Arbeite wieder schmal. Nimm Hüftbecken nach vorne. Belaste Arme. Dreh die Ellenbogen zum Körper hin. Wir starten in 4, 3, 2, go. 12, 11, 10, 9, 7. Popo geht mit. Popo geht mit. 4. 3. 2. Letzter. Und fertig. Woo! Oh, zittern deine Arme auch ein bisschen. Aber ist schon sehr geil, oder? Oh. Woo! Komm, wir gehen nochmal hoch. Schüttel mal durch. Locker durch.
Wir gehen in die letzten zwei Übungen, dann entlasse ich dich. Okay, letzte Übung mit der Langhantel sind Kniebeuge eng, Hantel liegt nochmal auf Schulterrückseite. Gut, wir starten erstmal mit dem. Das gibt Kinderüberraschung. Also nochmal, holen, umsetzen, stoßen, umsetzen, stoßen, setze langsam nach hinten ab. Gott. Okay, weiter Griff, Hüften breit, deine Füße dürfen minimal nach außen gucken, minimal. So, Po geht nach hinten tief, wir starten jetzt. Einatmen, ausatmen, ein, aus. Ja. Auch hier, wenn du tief gehst, auch die Knie dürfen wie die Füße ganz leicht aufgehen. Ja? Gib deinem Gesäß sozusagen Platz zum Tiefkommen. Ganze Fußsohle belasten. Ja. Achtmal. Sieben. Sechs. Bleib in der flüssigen Bewegung. Vier. Zwei hast du noch. Und schon wieder der allerletzte. Mit Schwung nach oben. Wir setzen ab. So. Was kommt? Was fehlt? Was darf in jedem guten Training nicht fehlen, meines Erachtens? Running. Okay. So, wir gehen in die Liegestützposition. Die Hände wieder unter Schulter, Po ist unten. Wir starten mit den Runnings gerade. Versuch einen schmalen Hals zu behalten. Und wie gesagt, Hände unter Schulter. Diagonal, bleib dabei. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Stopp! So, wir laufen wieder zurück und du rollst dich auf. Durchgang Nummer 2, 2 von 3. Okay, umsetzen, stoßen. In den Nacken. Hüftbreit. Achtung, wir starten. Jetzt. Atme ein. Atme aus. Ein. Aus. Knie ein bisschen öffnen. Bisschen. Neun. Acht. Geh den ganzen Weg mit mir. Ja. Einatmen. Ausatmen. Wir sind bei 5. Wir sind bei 4. 3. 2. Und der allerletzte. Schwung nach oben. Und absetzen. So. Community. Liegestütz-Position. So, komm wieder nach vorne. In die Liegestütz-Position. Hände unter Schulter. Gesäß ist tief. So, Bauchnabel innen. Wir starten jetzt mit den Diagonalen. In 4, 3, 2, go! Versuch auch hier wieder lang zu arbeiten im Halsbereich. 4, 3, 2, mach die geraden, jetzt 8, 7, 6, Fingerkuppen in die Matte, das entlastet dein Handgelenk. Noch 4, 3, 2, stopp! So, komm wieder zurück. Roll dich auf. Das Gute ist, wir haben Bizep und Trizep schon müde gemacht. Heißt,
bei den Runnings arbeitest du dadurch mit dem Bauch noch ein bisschen intensiver, weil du nicht so viel Unterstützung von den Armmuskeln bekommst. Hey, super. Okay, so, umsetzen, stoßen. Dritter, letzter Durchgang. Gott. Achtung, wir gehen langsam tief. Einatmen, ausatmen. Yes. Ganze Fußsohlen belasten. Wichtig ist, dass die Ferse unten bleibt. Sobald die hochkommt, ist dein Po zu tief. Ja? Atme ein. Atme aus. Ein. Und aus. Ziehst durch. Ganzer Weg. Flüssiges Arbeiten. Acht. Du willst es. Sieben. Jawohl. Sechs. Komm, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Schade, schon wieder letzter. Schwung nach oben. Und wir setzen ab. Gut. So. Dritter, letzter Durchgang. Die Runnings. So, komm wieder mit mir nach vorne. Laufe. Po senken. Schwanenhals. Bauchnabel ist innen. Beuge so ein bisschen die Ellenbogen. Wir starten. Zwei gerade, zwei diagonal. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja? Zwei gerade, zwei diagonal. Und zieh. Hopp, hopp, zieh. Hopp, hopp. Finale. Wow. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und stopp. Lauf wieder zurück. Woohoo. Und roll dich auf. Mega. Locker dich. Schüttel dich. Woo. Super. Atme ein, öffne, ausatmen. Nochmal einatmen, ausatmen. Bleib in Bewegung und mach so eine dynamische Dehnung. Geh mal diagonal nach oben, nach unten. Wechsel. Zieh dich ganz weit auf. Geh mal mit ins Hohlkreuz. Und wieder rund. Hohlkreuz und rund. Nochmal vier. Drei. Zwei. Und auch hier wieder letzter. Gut. Zieh dich mal nach oben, mach dich nochmal lang. Ausatmen, fallen lassen. Nochmal lang, Ferse hoch und fallen lassen. Fersen hoch und fallen lassen. Nochmal. So, wir schwingen unser Bein. Schwinge. Arme dürfen gerne locker mitgenommen werden. Gott, mach die Hüfte wieder weich, mach sie locker. Unterer Anteil Rücken. Okay. Eine liegende Acht. Super. Achtung, wir wechseln unser Bein. Vor, zurück. Arme schwingen. Ganz locker aus der Hüfte raus. Wieder weich machen, mobil machen. So, die liegende Acht. Wir malen. Setzen. So, ich hoffe, dir hat es genauso gut getan wie ich. Und wenn du Motivation brauchst, was mir heute sehr geholfen hat, das waren die drei Berliner von gestern. Die waren einfach nur lecker und gut. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal, lass dir gut gehen mit Berliner oder Quarktaschen oder mit einem Eiweißshake, egal. Ja? Hauptsache, du bleibst gesund. Liebe Grüße aus dem Sportpark. Bis zum nächsten Mal. Ciao.